weil ich habe gerade das tolle Bild eines, ja, wie soll ich sagen, sehr darmproblematischen Mitspielers. Warte mal, da muss ich erstmal Romy Advent live. Alles klar. Moment. Romiat. Ich stehe auf andere Maße. Da fehlen mindestens 20 Autos auf dem Schrottplatz. Geht das schon wieder los? Na, das fängt ja wieder toll an. Also, mal ganz ruhig, ja? Wie ich vorhin es fest verstanden habe, ist der Schrottplatz dafür gedacht, dass sie da auseinandernehmen können. Das wage ich fast zu bezweifeln. Und es wird immer wieder aufgefüllt, so wie ich das verstanden habe. Sieht aus, Robiat. Das ist lustig, oder? Ja, Sorry, du sieht bist sehr blöd. strange aus. Ich dich gerade nicht live rein. Dann tust du halt mit mir im Großen und Ganzen genauso. Verworfene Frames. Oh, geht das schon wieder los? Ich hoffe, das legt sich, ansonsten muss ich gleich den Server wieder wechseln. Das ist aber ätzend, dass man jedes Mal den Server immer wechseln muss. Ich habe ehrlich gesagt keine Probleme. Über welchen Server streamst du? Weißt du das aus dem Kopf? Ich glaube, momentan habe ich den Frankfurt da drin, warte. Weil ich das letzte Mal Amsterdam noch drin hatte, aber der fing dann irgendwann an, Probleme zu machen. Ja, ich habe den Frankfurt da drin. Jetzt muss ich mal gucken, welchen ich drin habe. Muss ich nochmal neu starten. Wird immer mehr verworfene Frames, das ist Hammer. Lol, bei Romit habe ich Übrigens-Werbung. Jedes Mal den Server wechseln. Das sehe ich aber immer erst, weil ich den Stream halt gestartet habe. So. Jetzt haben wir Nacht. Jetzt heißt es wieder abwarten. Dann kann ich mich rüber, kann ich mich ausleeren. Hey, Dick, Snabbend. Servus. So. Wie geht's dir, Dix? Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Was? Der Mundel musste schon ins Bettchen? Dann schlaf mal gut, würde ich sagen. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal und einen schönen Start in die Woche. Gute Nacht. Mir graut es immer noch vom Morgen, weil ich so früh raus muss. Yeah. Hey, Dominik, Nabend. Oh, Muss Moja um ist vier gerade. wieder auf. Oh Gott, armer Mundel. Ja, Moja ist gerade dann im schlaf Wüstencamp. schön. Mir geht's gut. Außer halt, dass ich krank bin und müde aufgrund einer sehr, sehr kurzen Nacht. Aber mir geht's ansonsten sehr gut. Freue mich, dass ich machen kann, was mir Spaß macht. Das ist hier sein und streamen. Mit geilen Leuten. Deinen Zuschauern. Aber ich gucke mir gerade die Karte an. Und da fällt mir doch ein oder auf, dass noch keiner im unteren, außer halt die Admins, die unten abgeflogen sind, die Grenze, noch keiner im unteren Drittel der Karte war. Okay. Ist da denn Die irgendwas sind die. Besonderes? Also laut der großen Karte ist da eigentlich nicht viel. Da sind rechts und links sind zwei freie Flecken, wo man Häuser oder Städte hin sollen, eventuell. Ansonsten ist da eigentlich bloß grün.
Obwohl das ja eigentlich auch eine geile Idee ist, ne? Dass die Admins die Karte selber so kreieren, wie sie wollen. Also mit Städten und keine Ahnung was. Haben wir früher bei uns auf dem Server gemacht. War so viel Arbeit. Krass finde ich jetzt natürlich, ich meine, okay, auch wenn dieser Schrottplatz dafür da sein soll, dass der gelootet wird, ne, beziehungsweise auch die Autos zerstört, dass die so fix wieder weg sind, finde ich schon dreist. Ja, weil es Leute gibt, die es dann halt nahenlos ausschalten. Ich will gar nicht wissen, wie Hotspot aussieht. Also bei Hotspot ist ja die Brücke und an der Brücke standen vorhin, glaube ich, 3 oder 4 Autos und die sollten stehen bleiben. Wenn die weg sind, dann gibt's Ärger. Ja, allgemein, der Stuff da drin, das war ein Haufen geiler Stuff. Und wären wir so eine Arschlöcher in Anführungszeichen gewesen, wie manch andere Leute das ja machen und sich da das beste Zeug rausholen, dann wären die Kisten leer gewesen, wenn wir alle 4 da gewesen waren. Ja, aber daran siehst du halt den Unterschied, ne, zwischen uns und halt diesen extrem egoistisch denkenden kleinen, ne? Ja, ist halt doof, wenn man sowas sagt, aber ist halt einfach so. Wo ist denn der Hotspot? Brauchst du einen Hotspot eingeben, dann bist du direkt da, dann siehst du es. Direkt hier bei uns die Insel, das ist Hotspot. Ach so. Da war ein Haufen Zeug drin. Gute Waffen, Muni. Mhm. Also heute Mittag wurde sogar noch an guten Schaufeln nachgelegt. Okay. Ich glaube, die bastelt ja No dran. Das ist richtig geil, die Sachen, ey. Lol. Ich höre im Gras Schritte. Irgendeiner draußen? Nö. Ich bin unten. Ich könnte gerne mal in den Keller gucken kommen. Da sehen wir nur Lampen, denke ich mal. Nee, mein Turm ist auch fertig. Herzlich willkommen hier rein, Sperr-CD gibt es alles, was den Romy hat interessiert. Komm, werd schon hell, ich will doch nur raus, dann kriegt ihr einen Mega-Applaus. Ich sag doch, Notron hat Zeug reingepackt. Notron, wenn du in der Nähe bist, sagst du Bescheid. Oder wenn du mir sagst, wo ich hinkommen soll. Tag wird doch Tag. Okay, passt. Muss eventuell dann rum mit dem machen. Muss es Romy jetzt mit dir machen, nur dran. Ich sollte eigentlich schlimmstens machen. Ist keiner da. Was hat er denn jetzt schon wieder? Keine Ahnung. Nicht gerafft, dass er seine scheiß Dings abreißen soll? Vielleicht hat er seine Fortier schon abgerissen und hat ein anderes Problem, Kochnix. Ja, ich habe gerade gelesen, sein Minibike ist weg. Ja. Also braucht ihr euch nicht zu wundern, wenn jetzt irgendwie was leckt oder so. Ja, ich brauche jetzt hier aus. Ich bin eigentlich am ganzen Tode machen, aber das wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, soweit ich weiß, steht das sogar im Forum drin, dass man die Bikes auseinanderbauen soll, wenn man offline geht. Oder das weiß ich jetzt nicht, aber...
3 Tage noch. Mit, ich pack die oben in die Kiste am Gang in Stahl rein. Okay. Und ein Stück. Was? Vorbei? Was ist vorbei? Ist solch in der Kiste auch alles für mich zum Vorgucken? Bitte? Das Zeug in der anderen Kiste, hatte ich das gestern was reingeschmissen? Ich glaube ja, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Kann das dann in die Kiste reingeschmissen, aber ist ja egal. Das sind ein Haufen Steine, Kohle, Nitrat. Dafür auch noch. Da mal die Steine auf. Ehren mit. Oh, jetzt leckeres Met, ey. Ab zu irgendeiner Stadt, wie wär's denn mit Laufen? Moment, ich hab doch hier irgendwo. Jetzt Auto oder Minibike? Was denn nun? Doch, das ist alles ein Stuff gewesen. Aha. Ja, auch meine Pfeile und die Spitzhacke. So, willst du das Haus looten? Konntest du auch gerne machen. Ist egal. Cool. Was ich aus dem Tresor raushol, wird immer besser. Also ich habe bis jetzt aber nur Pech gehabt. Bei mir kam nur Spökes raus, ehrlich gesagt. Okay. Das kann man irgendwo einschmelzen. Dann habe ich noch das hier. Falls du Brass hast, was du nicht brauchst, kannst du auch alles in die Forge schmeißen. Warum ich steht? Zwei habe ich gerade gefunden, das lohnt sich noch nicht. Nö. Okay, dann das. Aus daraus kann ich dir Munition herstellen, was brauchst. Ich habe bis in letzter Zeit viel Muni gefunden. Alles klar, Setman, viel Spaß. Was? Alles, was ich bisher Muni habe ich alles gefunden. Ich habe 100 Schuss 9mm Round gefunden, 156 okay. 10mm, dann 74 7,64 und 63 Shotgun Shells. Das ist meine bisherige Ausbeute. Besser als nix. Auf jeden Fall. Mr. Honigman. Ja, ich lock mich jetzt hier an der Stelle aus. Was mir gibt. Ich gucke jetzt noch, dass ich irgendwie massig aufwerten kann. So gut es geht. Von den Spitzhacken nimmst du dir raus, den Rest lässt du in der Kiste drin. Was hast du? Von den Spitzhacken dann später nimmst du die du brauchst, den Rest lässt du in deiner Kiste drin.
5, glaube ich, waren es pro Spitzhacke. Sprich 20 Spitzhacken. Aber Hölle ist noch ganz schön erweitert. Ich muss mal gucken. Wegen dem Flexstone nach und nach dann. Aua. Erstmal voll gegen das Mikro gehauen. Ja, das kann ich wieder machen. Ach, ich muss. So. Na Juti, dann sag ich mal, bis später und viel Spaß noch. Jo. Bis jo. Dann, dir auch. Tschüss. Bis später. Bis dahin. Bin ich die Löcher jetzt mit Frames? Auch mit Wood Frames? Oder stopfe ich die mit Erde voll? Also viel Erde habe ich nicht, aber Wood Frames könnte ich machen. Sonst, wenn du Holz brauchst, ich kann auch nochmal rausgehen, schnell Holz kloppen. Ja, das werde ich dann auch. Ich glaube, ich werde auch gleich mal eine Loot-Tour machen oder so. Ich brauche A, Essen und B, brauche ich auch immer noch eine Engine, aber die werde ich wohl nicht mehr finden. Na, wenn die ganzen Autos da kaputt gehauen werden. Fällt mir nichts mehr zu ein. Jetzt eine von mir. Weiß ich, kann mir glaube ich auch eine Engine kaufen, aber ich will halt nicht. Ich würde die gerne auf legale Art und Weise finden. Was ja nicht möglich ist. Wenn Leute immer alles kaputt machen müssen. Ja, da du sowieso looten willst, dann schalte ich dir einfach mal Dings frei. Und Holz. Dann guckst du mal da, also das E-Werk. Erstmal ab nach Hause. Das ist dunkel. Ah. Mein Öhrchen juckt. So. Eigentlich. Ich bin gespannt, wie viele Spikes draußen kaputt sind. Ach ja. Geht eigentlich. Ist ehrlich gesagt mit mehr gerechnet. Die meisten Zombies, die heute unterwegs waren, waren in Hölle und mir und da habe ich die einfach. Da hinten sind wieder einige in der Super.